Und damit herzlich willkommen auch wieder zurück auf YouTube. Wir sind zu viert und ich stelle euch gleich mal die Crew vor. So, ich stelle euch mal ganz kurz vor, der ist unwichtig. Du meinst jetzt das ist, ja, das hier ist der Robert. Wir nennen ihn Robert. Robert. So, und den kennt ihr schon. Der Steuermann, der immer alle Schiffe versenken kann. Wo fahren wir denn hin? Übrigens, follow den mal auf dem Kanal. Nein! Was? Ja, cool. Lohnt sich nicht. Und schaut ab und zu mal. Oh, wir bekommen den Kraken! Ja! Nein! Nein, ich bin im Wasser! Tschüss! Ich hab's. Was muss ich machen? Habt ihr die Kanonen gelaufen? Holt euch schnell die Kanonenkugeln, alles raus! Alter, wir haben nur 50 Kugeln! Ich bin im Wasser! Hilfe! Flo, komm raus! Ich hau ab! Shit. Ich bin am Rand, ich bin noch am Rand, ich schwimm raus! Tschüss! Schieß auf die Arme! Ah. Oh, lecker! Halt, Daniel! Shit! Hallo, Manita! Es sieht zu gut aus. Ich außerhalb der Reichweite und ihr kämpft gegen den Kraken. Wunderbar. Es ist so laut. Es ist unfassbar laut. Wir sind an der Grenze. Warum schießt mein Kanonenkugel durch? Ihr werdet aufgesaugt. Was? Was mache ich? Was war das? Ich bin alleine. Oh fuck, ich bin alleine. Ich bin auch weg. Ich bin auch vom Bord. Ich wurde aufgesaugt. Versucht auf den draufzuschlagen mit dem Degen. Ich bin im Wasser. Bin ich jetzt hier ernsthaft der Einzige? Ich bin der Einzige an Bord oder was? Ja. Nee, ich bin drauf. Gott sei Dank. Ich bin runter. Oh Gott. Nee, ich kann nicht steuern. Wieso kann ich nichts? Herr Krag, komm ich weg. Flo, ich glaube, unser Schiff ist untergegangen. Ja. Ah, ja. Das ist weg, ja. Ja. Super. Haben wir den Flo. Wow. Wir waren 2 Minuten auf See. Wir sind gut. Hey, cool. Ja, wir müssen die Japaner um Hilfe bitten. Ich schwebe in der Luft. Okay, wir haben voll versagt. Aber ich schwebe in der Luft. Okay, jetzt bin ich tot. Ah, scheiße. Der blöde Kraken kommt direkt an. Toll, ich bin wieder auf dem Schiff gespawnt. Das Schiff ist leider unter Wasser. Ich bin tot. Oh. Ich auch. Ich teleportiere mich gleich weg. So ein Schabbes auch. Hey, ich habe ein Ruderboot. Dann looten wir mal hier ein bisschen. Hey Piet, lange nicht gesehen. Robert, dreh dich mal um. Schieb mich mal auf See. Schieb mich mal auf See. Ja, gleich, warte mal. Danke. Das war blöd. Den nehmen wir mal mit. Na? Jetzt. Oh nein! Hi. Wow. Okay. Muss ich Spiel beenden, um was umzustellen? Was willst du denn umstellen? Die Grafik. Weiß ich nicht bei dem Spiel. Ich hab grad in 4K wieder 30 FPS, das ist nicht so geil. Ja, das ist echt nicht geil. Aber wieso eigentlich? Du könntest ja mal gucken, ob sich die Grafik verändert hat. Also ich glaube, ich musste jetzt nie, aber... Ja, aber wenn ihr empfohlen dort, dann steht da mystisch alles. Das will ich auch gar nicht. Was machst du da, Alex? Ich würde mich gerne... Ah, jetzt, warte, jetzt... Ich bin despawned! Nein! Doch! Was ist das denn für ein Schabbes? Danke. So, ich hab das Boot drangehauen, bitte. Oh, meine Güte. Okay, man kann dir einfach V-Sync rausschalten, gell? Ja, V-Sync. Ja, das V-Sync macht auch keinen Sinn. Finde ich jetzt hier. Vor allem auf 4K. Was macht das eigentlich so? Wir wollten jetzt gerade das Schiff neu betanken und dann nicht Richtung Kraken fahren. Oh. Was haben wir denn schon alles? Nichts mehr. Wir hatten auch so nichts. Ah, das ist wahr. Naja, also so wie im richtigen Leben, oder? Ja.
Wir haben nichts, wir sind nichts, wir werden nichts. Bleibt positiv, Leute. Bleibt positiv. Ich bin der Captain, ich muss euch anspornen. Wir können es machen. Wir schaffen es alles. Alex! Flo? Ja, Flo? Steck mal weißt, in die Kabine. Weißt du noch eben, was ich gesagt habe? Ja. Wir beide allein auf See. Hat alles geklappt mit Rauben und Plündern. Kaum ist der Pete wieder da, werden wir versenkt. Ja. Ja. Wir hatten einen so schönen Kill gehabt. Hallo, für das kann ich gar nichts, gell? Da, boom. Peter Batschke. Also los, los, der Anker wird gelegt. Wir brauchen definitiv noch viel mehr Kugeln und viel mehr Bretter, aber die finden wir erst, würde ich sagen, im Meer dann. So als Idee. Im Meer dann? Ein Face. Es gibt Merde. Fässer. Wer entlädt die Kanonen hier? Ich nicht. Ich hab sie geladen. Ups. Ich hab sie auch geladen. Ihr seid so. So, Anker lichten. Ich lichte den Anker. Ich kacke ab. Wir lichten den Anker. Ich wieder ans Steuer gehen. Das wäre eine gute Idee. Daniel, wie willst du mir einen Facehugger drucken? Was ist ein Facehugger? Alien. Ich bezeichne die Dinger auch scherzhaft als Facefucker. Das ist nicht nett, Flo. Das ist aber auch tatsächlich so. Die können sich Flo, echt beleidigt. Der Flo hat sowas zu Hause. Ich hätte gerne was zu Hause. Und verwendet es als Art Gummi. Ich hätte sowas gern selbst, zu Hause, wie gesagt. Betatschen. Zur Selbstreproduzierung. Hey, ich wollte es jetzt nicht sagen. Hallo, wir sind in einem jugendfreien Stream. Was, seit wann? Nö, bei mir ist erwachsen. Ja, was? Wer ist erwachsen? Bei mir ist erwachsen. Wir hatten gerade Hentai-Action. Inwiefern ist das... Und du bist am Steuer. Inwiefern ist das jugendfrei? Ja, wo fahren wir denn hin? Gute Frage. Wo ist links, der Kraken? Rechts. Mach mal rechts. Backboard, Steuerbord. Mach mal. Daniel, gerne. Wenn du das hinkriegst, gerne. Da vorne ist nämlich eine kleine Insel. Ah, die Karte ist hier mitten in... Okay. Wir könnten... Fahr mal Richtung Süden. Süden, das ist ja ganz weit drüben. Ja. Das ist ja ganz im Westen. Nein, wir fahren gerade nach Westen. Also sei fahr still. Richtig fett nach Süden und bitte nicht mitten in den Sturm rein. Sonst dürfen drei Leute gleich schippen. Sollen das wir gerade mal so ein bisschen die Arbeiten verteilen? Weil beim letzten Mal war es ein bisschen chaotisch. Ich bin sowieso unsere Arbeitsschlampe. Ich bin ganz der Navigator. Genau. Der Flo macht im Spiel das gleiche wie oft im Real Life. Ich will jetzt gewaschen werden von mir, oder was? Ja, also ich stehe hier am Ruder, also ich habe keine Zeit, um aufs Klo zu gehen. Du bist dafür da, mir den Hintern zu putzen. Ich schläg dir einen Katheter einfach. Ist das schon Süden? Ja, wir sind im Süden, laut Kompass. Außer der Kompass stimmt. Jo. Oder sind wir gerade auf der alles Grand gut, Line alles gut, alles gut. Ein Dingport. Nee, alles gut, alles gut. Wir haben alles richtig. Wir brauchen einen Nami, da bin ich dafür. Ja, aber. Ja, das Problem ist, dass wir. Keiner von uns schaut so gut aus wie die Nami. Warte, ich zieh mein Kleid an, das kriegen wir hin. Okay. Nope. Siehst du das. Pete, siehst du dieses Leuchten da vorne? Ich sehe ein Segel vor mir. Ja. Welches Segel? Das mittlere? Das mittlere. Okay, dann ziehen wir das mittlere ein bisschen hoch. Da sind wir nicht so schnell. Siehst du was? Ja, ein Segel. Noch immer? Ja, jetzt sieh es, Leute. Ziehst das falsche nach oben. Na, passt schon. Alles klar, danke. Siehst du was leuchten? Aber. Vor uns diese Lichtsäule. Ach so. Ist es nicht schlecht, die leuchten, ne? Ist es nicht schlecht, ja, wenn man zum Licht am Ende des Tunnels geht? Nein, wir wollen da das geht. Spielen. Hör ruhig weiter. Das ist okay. Daniel, ich hab dir auch die Antwort gegeben. Ich hab gesagt, wenn du das hinkriegst, wäre geil. Würde ich nicht Nami, nein sagen. Nami aus One Piece, nicht aus League of Legends. Wir sind Piraten, hallo. Gum-Gum Kalaschnikow. Gum-Gum Kalaschnikow? Was ist jetzt los? Gum-Gum Penetration, was? Hallo, One Piece und so? Wer macht welche Aufgaben jetzt, außer Steuermann und Navigator? Ich hab Kanone und Holz. Also Reparatur und Nachladen. Ich bin Steuermann. Okay. Hidden Spring Keeping. Die schießen gleich auf uns, ich wollte es mal gesagt haben. Ja, nee, wir konnten nichts machen. So. Oh. Ja? Das ist fast eine Kanone. Was war das?
Ich hau gleich den Anker rein. Wenn wir da sind. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, ob hier zu parken, weil wir haben hier schönes, fettes Gewitter vor uns. Daniel, nicht groß schreiben, glaub mir, das ist ein Fehler, habe ich auch gemacht. Hallo nicht Daniel. Capstock. Danke Flo übrigens für den Link. Sorry. Bitteschön. Und wenn ihr auch gebrauchtes Sexspielzeug verkaufen wollt, dann schaut beim Double Red Records vorbei. Was? Gebrauchtes? Ey, da ist der Röhrchen. Da strahle ich da. Und wir halten. Perfekt. Aber viel zu weit weg. Das passt schon. Ich geh mal gucken. Ich hab einen Schädel. Ich schick den Schädel nach oben. Jo, mach das. Wenn ihr die Sachen unter Wasser loslässt, fliegen sie automatisch nach oben. Davian! Ah, okay. Ich stehe oben an der Harpune, wenn du was loslässt, dann will ich sein. Perfekt. Kommt noch was? Da-dum, 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 da-dum. Und jump in the water. Ich muss gerade. Ich finde es so geil, wie einfach die Schiffe immer nur im Wasser schweben. Die sind nicht einmal am Boden ankommen. Flo, hast du was? Ich habe da was hochgeschickt. Ich sehe gerade nichts bei mir. Ein Steinchen. Nee, ich sehe nichts. Okay, der ist. Gibt's da unten irgendwo Luft? Nein. Nein, du musst wieder hoch. Weiß ich, scheiße. Ach doch, da leuchtet, da habe ich gerade was gesehen. Oh, also schon. Ganz schlecht. Banane. Sehr schön. Ganz am Ende müssten eigentlich noch Kisten sein. Ich druck die ganze Zeit eh statt Schnitter. F. Wir haben die Schnitterkiste. Ich würde die Schnitterkiste mal mitnehmen. Shit, ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Ich bin zu fett! Oh! Herr Jesus. Jemand hat eine Grog-Truhe. Viel Spaß beim Saufen. Oh, du kannst schon hochziehen. Du bist die ganze Zeit besoffen jetzt. Was? Solange du die Kiste nimmst. Gib sie her, ich will ja, sie das haben. Bin ich. Gib sie her. Aber ich glaube nicht mal, dass ich es rauf schaffe, ohne zu ertrinken. Dann lass sie los und ich kann sie auch holen. Stimmt's? Bring die Kiste genug leer, damit sich Luft drin bildet. Ich kann sie nicht mal loslassen. Naja, das. Mit X kannst du sie loslassen. Wo bist du denn? Ah, du bist ertrunken. Okay. Ich schick sie hoch. Ist oben. Ansonsten haben wir nur noch Bretter und sowas, was wir mitnehmen können. Okay. Ich hab nicht Ruhe. Alter, ich hab die Schuhe. Die Schuhe mit Krog hab ich. Okay, haben wir alles? Ich hab alles. Sehr schön. Ihr seht den Schädel da am Himmel. Hättet ihr Lust? Können wir machen. Sollen wir vielleicht nicht erstmal die Schnittertruhe irgendwie abgeben? Ah, stimmt, das wäre sonst schlecht, stimmt. Dann gucken wir erstmal, dass wir die Schnittertruhe wegbringen. Du hast vollkommen recht, Flo. Hä? Ich bin gerade aufgetaucht und ich stehe am Boot. Ja, ich hab dich rangezogen. Naja. Ich hab dich harponiert. Außenposten Golden Sands, das ist Südwest-West. Südwest-West im Osten. Ja. Oh, die Schnittertruhe liegt hier vorne. Die müssten wir wegtun. Wir sind jetzt sichtbar für die ganze Karte, wir sollten uns beeilen, ne? Jeder, der auf die Karte guckt, sieht, dass sich die Kiste bewegt und damit sieht er auch unser Schiff. Ja, und den machen wir fertig. Aber wir müssen doch vorher noch Corona holen. Erst das Bier. Du kannst ja einfach nur auf die Straße gehen, da habt ihr auch. Ja, du musst dir One Piece anschauen. Was? Wie, was? Man Eater. Der Daniel, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen auf meinem Kanal. Und was ist jetzt eigentlich mit Dungeon & Dragon? Da hört man gar nichts. Hallo Daniel. Ach, wann soll es eigentlich mit Forest losgehen? Willkommen auf dem Love Boat. Und wo wir mit Forest. Ja, da habe ich die ja schon gefragt, Alex, aber. Ja, ein bisschen mehr West danach, ne? Also jetzt gerade nicht, weil sonst fährst du rauf. Ja, wann wollen wir denn mit The Forest starten? Wann habt ihr Zeit? Wann seid ihr geil drauf? Ich bin. Geil bin ich immer, Zeit ist schwierig. Flo ist immer geil. Ja. Was?
Vor allem, er steht drauf, wenn irgendwelche nackten Mutanten Körperteile. Ich schlage in der gerne Gegend nackte, rumliegen. Blutige Frauen. Sag's doch einfach. Und das ist wahr. Was hast du jetzt gesagt? Westen, kannst du Richtung Westen segeln? Jetzt ist gut, wenn du nach Westen gehst. Nach Westen? Nordwesten? Das ist aber ein bisschen drüber. Ja, ja, nee, alles Sturm, gut, gell? Alles gut, alles gut. Deswegen will ich, dass du Richtung Westen abbaust. Versuch, zwischen den zwei Felsen da durchzufahren. Nur weiter. Dann kommen wir nicht in Sturm. Ja, ja, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Das wird schon. Leute, guckt schon mal unten nach Wasser. Es regnet. Oh, okay. Genau, hier dazwischen durch und dann als geradeaus erstmal. Damit wir nicht im Sturm versinken. Ah, wir haben vollen Spaß von vorne. Ja, wir haben ein bisschen Wasser, haben wir. Ja. Bei der Cannon Cove müssen wir dran vorbeifahren. Ach, dieser Regen. Dieser furchtbare Regen, der Flo, der schippt schon die ganze Zeit. Nein, ich schippe schon die ganze Zeit. Flo, das ist mein Urineimer. Okay, das finde ich gut. Aber du, wieso spielt man Animal Crossing? Ich finde das voll scheiße. Ich hab's noch nie gespielt, tatsächlich. Ich würde es schon mal interessieren, das Neue soll ja doch gut sein. Rechts von uns ist eine Galeere. Und das scheint eine Spielergalerie zu sein. Ah, ich sehe sie. Sein groß? Das könnte sein. Eine Galeere. Eine ganz große. Galeone meinst du? Ja. Galeere. Galeone, stimmt. Galeone. Galeere ist das mit den Sklaven. Ja, genau. Sollen wir da hinfahren? Sollen wir sie killen? Sollen wir sterben? Nee. Wenn du weißt, wie schnell wir sterben, dann. Fahr. Shit. Wie können wir dann am besten rumfahren? Fahr mal weiter Richtung Südwesten. Ja, wat? Versuch am Berg links vorbeizufahren, der im Südwesten ist. Ich hab Angst. Ach gut, der Paul hat jetzt Südwesten. Auch. Ja. Lagen Sie diese Karte auf dem Tisch des Captains vor. So, der Captain hat gesagt, macht's mal was. Okay, die drehen da hinten die Segel. Ja. Aber die halten nicht auf uns zu. Nein, die fahren zwar auf unserer Höhe, aber die lenken nicht um. Die fahren einfach in dieselbe Richtung. Ja. Ich muss mal kurz unten auf die Karte gucken. Vielleicht finden wir einen anderen Ankerpunkt. Weil die Schnittertruhe muss dringend weg. Wenn du jetzt geradeaus fährst, ist vor uns Golden Sands. Ich könnte mit der Schnittertruhe schnell rausspringen. Und sich schnell abgeben. Geradeaus? Die kleine oder die große Insel? Die kleine Insel da rechts. Rechts ist ein zweites Schiff übrigens. Shit. Aber ein kleines ist das. Ja, die sind schneller als wir, das ist das Problem. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Piratenschiff vielleicht ist. Auf die zuhält. Okay. Also wenn du... Fahr an der Insel vorbei. Jungs... Nimmt jeder eine Sache. Einer nimmt die Schnittertruhe, einer nimmt den Saphir und einer nimmt den Schädel. Und der Pete fährt einfach weiter. Pete, fahr näher ran an die Insel da rechts. Bin schon dabei. Wo ist das andere Teil? Ah, hier drin? Ja, alles in der Kajüte. Ja, genau. Den Schädel habe ich schon. Ich hab den Saphir. Gut. Sehr gut, ich hab die Truhe. An der Insel, die da kommt? Ja. Warte mal, Lysop, spring mal ins Wasser. Schon da. Noch nicht. Ein bisschen weiter links, wir den weiter links, ja, sonst ja, rammst du. Wir rammen die gleich. Ich bin schon dabei, ich denk schon voll dagegen. Bei welchem muss ich den Kristall abgeben? Oder ist auf hier? Du musst den. Bei dem Schatztypen. Okay, runter. Okay. Passt schon. Ja. Wo soll ich hinfahren dabei? Du kannst irgendwo anlegen in der Nähe. Anlegen? Ich wäre jetzt weitergefahren. Ja, oder das kannst du auch einfach machen, wir joinen dir dann gleich. Mann, ja. Also wir gehen einfach zum Meerjungfrau Mann. Mit der Augenhöhle. Meerjungfrau Mann. Und Blauarschbube. Blaubarschbube. Arsch? Okay. Ich wollte immer mal ein eigenes Boot für mich haben.
Na, viel Spaß. Du kannst Richtung Schädel fahren. Kippt. Hast du gerade das Schiff gekippt? Was? Nein, ich bin gerade unten im bei der Karte. Okay. Wo ist der Schädel? Ah, der ist da drin. Fuck. Schädel hab ich. Die konnte man doch immer hier.